Level 1 Knorrwurzelhöhle. Dieser Schild. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Kapitel 3. Das letzte Mal haben wir das Schwert hier gefunden, den Schild gekauft und konnten dann den Makobaum besuchen, der uns gleich zu diesem Dungeon hier geschickt hat. Und den wollen wir jetzt gleich als erstes abschließen. Als erstes werden wir gleich hier in diesen, in Anführungszeichen, Rätselraum geschmissen, weil wir dort einen einzigen Block verschieben können, in eine einzige Richtung, um die Tür zu öffnen. Kein so wirklich tolles Rätsel. Vielleicht hätten sie den Dungeon nicht ganz so sehr an den ersten Dungeon aus Zelda 1 anlehnen sollen, wie sie es getan haben. Aber was soll man machen? Was ich damit meine, werdet ihr schon immer mehr sehen, wie zum Beispiel mit diesem mysteriösen alten Mann mal wieder zwischen zwei Fackeln. Bringe Licht zu den Fackeln, nicht ganz so kryptisch wie in Zelda 1. Und ein Hinweis, den wir nicht wirklich ausfüllen können, derweil erstmal renne ich hier in die Stahlfass rein, die direkt zu nah an der Tür... Sag mal, warum greife ich viel zu spät an? Das muss ich unbedingt noch ändern, falls ich jemals einen 3-Herz-Run versuchen möchte als Let's Play. Naja, jedenfalls haben wir hier einen Schlüssel bekommen. Den Block hätte ich jetzt nicht verschieben brauchen. Aber wir haben jetzt den Schlüssel, um hier auf der anderen Seite rein zu können. Und wieder in so einen großen Raum rein zu können. War das ein Rubin? Nee, das war ein Herz. Und ja, dann können wir uns hier wieder weiter durcharbeiten. Da kriegen wir die Karte, wie in Link's Awakening. Zeigt die... Ja, hat wieder so ein Design wie in Link's Awakening. Und ja, das ist das Layout von diesem Dungeon. Ist identisch mit dem von dem ersten aus Zelda 1. Naja, wenigstens haben wir jetzt hier eine Sache, die sich so ein bisschen ändert. Dann machen wir die mit einer Wirbelattacke weg. Dann zersplitten sie nicht. Denn wir haben hier Minenkarren im Dungeons. Lorn. Wenn ich mich richtig entsinne, gab sie davor noch gar nicht mal in Zelda. Und hier haben wir übrigens diese Fackeln, zu denen wir noch kein Licht bringen können. Also gehen wir halt einfach weiter. Einmal hier mit Delore durch die Gegend fahren, sich nicht von den Gegnern stören lassen, weil in Delore sind wir nicht mehr unverwundbar, sondern können die Gegner auch recht leicht besiegen, wenn wir sie tatsächlich überfahren sollten. Diese Moblins hier sind auch neu mit ihren Boomerangs, die sie feuern. Nehmen wir sie mal auseinander, weil... Ja. Muss ich auch die Erfahrung machen, dass sich sonst dieser Block nicht bewegt. Die einzige Möglichkeit, um die Tür hier aufzukriegen. Und vielleicht hätte ich das nicht so schieben sollen. Na, was soll's. Hier drin haben wir ein kleines Schieberätsel. Klein so gut, weil es gibt eigentlich nicht viel zu machen. Man kann sich allerdings trotzdem sehr blöd anstellen, wenn man das erste Mal hier drauf trifft. Oder vielleicht auch das fünfte Mal. Naja. Aber ich habe es ja jetzt hier auf Anhieb geschafft und kriege hier einen Gasherkern. Ich mache mir echt Sorgen, dass ich zu viel den A-Knopf hier rumdrücke, immer beim Textboxen durchskippen. Na, was soll's. Gehen wir hier mal auf den Sims rauf. Dort finden wir nämlich einen Schalter. Den wollen wir umlegen, damit auch die Lore in eine andere Richtung geht. Dann haben wir den Kompass gefunden, nutze ihn zur Orientierung, um Schatztruhen zu entdecken und Schlüssel aufzuspüren. Dann einmal hier runter, wieder in die Lore rein und den anderen Weg nehmen. Sonst kommen wir hier natürlich auch nicht weiter. Kommt nur her, kommt nur her! Oh. Auch so eine Kleinigkeit. Habt ihr gerade diesen Jingle gehört? Kennt man vielleicht auch noch aus Link's Awakening? Den hat das komischerweise da drüben nicht gespielt bei dieser Schatzkiste. Und das liegt daran, dass das Spiel anscheinend wohl doch berücksichtigt, ob da ein wichtiger Inhalt in diese Kisten drin ist. Weil hier ist nur... Hier sind nur 10 Bomben drin. Nur ist es gut, weil die Bomben brauchen wir und wenn wir die eben nicht gekauft haben,
beim Laden vorher. Da hätten wir so ein bisschen Problem. Ein bisschen halt. Das ist eigentlich keine schwere Sache, da wieder zurückzugehen. Hier auch wieder neuer Gegner, der langsam versucht, Link zu erwischen. Allerdings, ja. Solange der läuft so lange weiter, bis er gegen eine Wand stößt und ja. Auch keine so große Herausforderung. Den haben sie ja zum Beispiel später in Minish Cap übergenommen. Und dann können wir gleich die Bombe austesten an dieser Wand, die nicht nur anders aussieht, sondern sich auch wieder anders anhört. Und dann rüsten wir sie doch gleich mal aus. Auch bei den Bomben ist es auch so, dass die hier ein bisschen anders funktionieren. In Link's Awakening haben wir sie abgesetzt und könnten sie nochmal mit einem Knopfdruck hochheben. Hier in dem Spiel hebt Link sie gleich hoch und kann sie dann werfen. Auch wichtig, man muss sich bewegen, um die Bombe werfen zu können. Meistens fällt sie einem vor die Füße. Und nachdem sie recht schnell explodiert, kann es dann doch ein bisschen gefährlich sein. So, dann wollen wir hier mal vorsichtig uns durch dieses kleine Klingenlabyrinth durcharbeiten. Keine so schwere Sache. Wenn ich mich nicht irre, war es tatsächlich so, dass sie leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, basierend auf der Farbe. Dann wäre der blaue am langsamsten, der grüne so ein bisschen schneller. Und dieser gelbe ist doch besonders schnell. Ja, dann gucken wir doch mal in diesen Raum hier. Ah, sieht nach einem Miniboss aus. Zeigt sich aber irgendwie nicht. Dann gehe ich halt wieder. Lass mich hier doch einfach durch. Oh oh. Du gelangst keinen Schritt weiter. Ja, das sind ja vielleicht hässliche Moblins. Mit einem besonderen Gimmick. Die werfen gerne einen Bumerang zueinander. So. Wir wollen es. Nicht mich angreifen. Hier ist es so, wir wollen möglichst einen Gegner behaken. Weil sonst kriegen wir die nicht besiegt. Sobald einer 8 Treffer einstecken musste und wir nicht den anderen dabei getroffen haben, werden beide besiegt. Nachträglich muss ich sagen, das ist ja schon ein bisschen überraschend. Das ist ja fast doch eher ein Boss, wo man denken muss. Und es wäre eigentlich mehr für Ages sonst gewesen, hätte ich gedacht. Naja, was soll's. Auch dieser Raum kommt ein bisschen bekannt vor, vielleicht für diejenigen, die Zelda 1 kennen. Und auch hier gibt es nur eine bestimmte Stelle, wo man einen Block schieben kann. War das der hier? Ach, habe ich noch gut in Erinnerung. Und dann kommen wir hier runter. Kommt auch bekannt vor, vielleicht. Diese kleine Spirale, wo ein Item auf uns wartet. Nämlich der Saatbeutel. Er enthält bereits 20 Glutkerne. Das ist ja eine nette Sache. Jetzt könnten wir vielleicht sogar tatsächlich Licht zu den Fackeln bringen. Also tun wir das doch mal. Erstmal hier wieder rausgehen. Wieder diese Klingen hier rauslocken. Und wir haben ja auch wieder so einen Teleporter drin. Dann nutzen wir den mal, um direkt zum Eingang zu kommen. Oder auch nicht. Ist ein bisschen verwirrend. Und auch wirklich das einzige Mal, wo es in beiden diesen Spielen vorkommt. Aber dieser Teleporter wirft uns tatsächlich nicht zum Eingang, sondern zu einem anderen Raum. Wahrscheinlich nur, damit wir sehen, hey, da sind ja Fackeln, da könnten wir Licht hinbringen. Also machen wir das mal. Haben hier wieder so ein paar Boomerang-Moblins, die wir so vorsichtig auseinandernehmen können. Und werden dann belohnt mit dem großen Schlüssel. Ja, damit bleibt nur noch eine Seite übrig, wo wir hin müssen. Ich meine, wir haben den Dungeon so ziemlich komplett durch. Dann gehen wir da einfach mal hin. Hier geht mir... Ach, ich muss euch doch besiegen. Wir haben noch immer keinen großen Rubin gekriegt. Den wollte ich doch eigentlich mal zeigen. Na, was soll's. Wird schon noch früher oder später auftauchen. Ich glaube, wir müssen hier den Block nochmal beiseite schieben. Jawohl. Hey, ihr da, habt ihr Rubine? Wow, alle drei erwischt, sehr schön. Ihr habt keine Rubine?
Gemeinheit. Na gut, dann bringen wir endlich zu diesen Fackeln hier, öffnen diese Tür und gehen hier mal lang. Uah. Darf ich vorstellen, Todeskrabscher. Die aus dem Boden halt rauskommen. Oder Terrakrabscher, ich bring die immer durcheinander. Von dem wollen wir uns natürlich nicht erwischen lassen, weil sie uns zum Eingang zurück teleportieren. Aber sie sind ja zum Glück langsam. Insofern kann man relativ gut ausweichen. Und dann kriegen wir noch eine Ringeisbelohnung. Jetzt weiß ich noch nicht, wo ich hier hin muss. War das hier? Ich glaube, ich will lieber hier oben hin. Jawohl. Und natürlich ist da, sind da noch mehr solcher Hände. Ah, Mist! Da war ich zu nah dran. Machen wir das Ganze nochmal. Gemeinheit. Jetzt muss ich auch noch zwei weitere Glutkerne dafür verwenden. Kommen sie nach? Nö, die bleiben zum Glück weg. Okay, dann gehen wir nochmal vorsichtiger vor. Wo seid ihr? Da unten kommt einer. Huch. Und der andere taucht hier nochmal irgendwo wieder auf. So. Und jetzt sollte ich meine Ruhe haben hier. Hier sind noch ein paar Büsche, die haben aber auch nichts mehr wirklich zu bieten. Ja. Dann besuchen wir doch mal den ersten Boss. Den man eigentlich viel zu schnell auseinandernehmen kann. Aber wir sind mal der erste Boss. Aquamentus, glaube ich, heißt diese Drachen-Einhorn, der so ein bisschen wie die Attacken einsetzt. Und man muss halt sein Horn treffen. So, wenn er dahin zurückgeht, sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, der hat nicht so viel gemacht. Weil es kann sonst vorkommen, dass er hier so einen Rempelangriff macht, wo er hier durchdöst. Aber, naja. Dazu ist es nicht gekommen. Jedenfalls haben wir ihn besiegt. Und nachdem ich das Spiel jetzt erstmal normal durchspielen möchte und mich definitiv noch kein Dreierz dran traue, mit Gesülze, würde ich sagen, nehmen wir doch lieber den Herzcontainer mit. Und das erste Essenz. Oder vielleicht doch eher die erste Essenz. Kann ich mich hier irgendwie mit positionieren? Uiuiui. Muss mal schauen, dass ich irgendwie ein bisschen genauer steuern kann, dass ich mich pixelgenau bewegen kann. Weil das werde ich später ein bisschen brauchen können. Naja, was soll's. Nehmen wir erstmal die Mutter Erde. Eine Essenz der Natur. Diese Mutter Erde nährt die Saat, die auf die Felder gestreut wird. Und wir kriegen einfach mal ein paar Blätter ins Gesicht. Nur damit der Makrobaum mit uns reden kann. Uah, ich bin es, der Makrobaum. Mir ist etwas Mutter Erde zugute gekommen. Ich fühle mich schon gestärkt. Oh, in meinen Träumen sah ich den Tempel der Jahreszeiten inmitten eines eigenartigen Landes. Dort bemerkte ich ein wertvolles Objekt, das dir, Link, eine Hilfe sein wird. Mehr sehe ich zurzeit nicht. Ja, dann schlaf weiter, du Schnarchsack. Oh, machen wir das noch. Wenn es unbedingt uns noch in die Quere kommen willst. Darf ich vorstellen, eine kleine Quelle, wo man einerseits so ein bisschen was verliert, aber wenn man es richtig anstellt, kriegt man dann am Ende mehr rausgeschlagen. Oh, und hier sieht man auch schön einen roten Rubin, der die bekanntere Größe hat und 5 Rubine wert ist. Aber gut, hören wir dir jetzt mal endlich zu. Aua, aua, aua! Pass doch auf, wo du hinläufst! Du bist eben mit Martha, dem Lehrling der großen Hexe Syrah, zusammengeprallt. Dank dir ist mir hier der ganze Kram aus der Tasche gefallen. Die große Hexe wird ausrasten. Breit und breit kein London-Ei und nun das. Ich werde mir einfach dein Zeug schnappen. Mein Finderlohn. So. Na gut, nimm den Rubin, dann nehme ich den. Uff, das merke ich mir. Gut, ich habe jetzt nicht wirklich meine Herzen zurückbekommen. Glutkerne habe ich auch ein paar verloren. Aber dafür habe ich Geld gekriegt.
Das hat sich doch voll gelohnt. Na, dann machen wir hier noch zum Abschluss den Ring hier, den ich hier dabei habe. Ich glaube, dabei unterbricht mich keiner. Ach doch, das Gascherfeld unterbricht mich natürlich. Weil hier kann man Gascherkerne pflanzen und ich habe ja einen in dem Dungeon gekriegt. Und ja, mal schauen, ob der Ring mehr wert ist. Und wir haben hier Winter. Die Jahreszeit hatten wir noch gar nicht hier in der Stadt drin. Da gibt es solche größeren Schneelawinen, auf denen man rumlaufen kann. Und ihr seid auch immer irgendwo anders. Kennst du die Eulenstatuen? Ja, nö. Dann erkläre ich es. Die Eulenstatuen sind mystisch und Ursprungs. Sie geben Hinweise, wenn ein bestimmter Kern auf sie gelegt wird. Okay. Außerhalb des Dorfes... Ja. Lasst mich in Frieden erstmal so einen Ring hier abgeben. Oder, na gut, in den Shop reingucken bringt relativ wenig. Weil der hat nichts Neues zu bieten. Ach, es gibt so viele Sachen, wo man immer hingehen könnte. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sich hier schon was getan hat. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann ist der Nagel geschlossen. Flori soll heißen. Hübscher Name, ich hoffe, er wird ein feiner Bursche. Ich hoffe, Flori wird so stark und gesund, wie du es bist. Ja, haben wir den auch nochmal besucht. Und eben jetzt zum Abschluss möchte ich schauen, was für einen nutzlosen Ring wir bekommen haben. Was sagst du dazu, Vasu? Einmal schätzen. Was ist das eine? Oh, ich habe nicht mehr 20 Rubine. Da will man eine Sache machen. Macht alles mögliche andere. Und das, was man machen will, das schafft man gar nicht mal. Pardon, aber du hast nicht genug Rubine. Tschüss.